Liebe Leute, herzlich willkommen zurück zur Episode Nummer 2 von Pyre. Willkommen, willkommen. Kurzer Rundumschlag, was ist in der letzten Episode passiert? Ja, wir sind verbannt worden aus dem Commonwealth, weil wir lesen konnten, einer frevlerischen Gabe. Absolut, wir haben es verdient, hier im Fegefeuer, in der Downside, gefangen zu sein. Aber zum Glück sind wir gerettet worden von einer Gruppe, einer, ja, kuriosen Gruppe, die wir gleich wahrscheinlich noch näher kennenlernen werden. Und haben einen magischen Sport für uns entdeckt, der uns die Möglichkeit gibt, vielleicht wieder ans Licht zu gelangen, nach Hause zu kommen. Es ist am besten wohl beschrieben als Zauberhandball und wir stehen kurz vor unserem nächsten Match auf dem Weg, ja, nach Hause. Gucken wir mal rein. As darkness falls, your fellow exiles stand together, clad in raiments of rites. The preparations are set, however, everything is still and calm. Soon, they grow restless. Keep telling you there's nothing here. What a bunch of idiots we are. If we traveled all this way for nothing. Oh, Jody. Nein, vertraue mir, bitte. I don't think we did. Look up. Ja, Hedwin ist natürlich der Kluge, der Nachdenkende. Denn die Sterne weisen uns den Weg. Den Weg nach Hause vielleicht, aber ich glaube, da steht noch das ein oder andere Hindernis. Und ich glaube auch die Story könnte ganz interessant werden, diese Visual-Novel-Kombination, gleichzeitig dann wieder diese Echtzeitkämpfe. Spannende Kombination bis jetzt für mich, ich hatte großen Spaß. Ich versuch's nochmal mit Tastatur und danach vielleicht mal mit dem Gamepad. You reach the ridge of Gaul at the appointed time and your triumvirate is ready. Your adversaries in the rites this eve shall be the accusers. Oh nein. Whosoever pyre yet burns once the other is extinguished shall step closer to freedom. Now okay. Let the rites commence. Die kaufen wir uns. Die scheinen alle der gleichen Klasse anzugehören, denn letztlich haben wir ja scheinbar drei, ne? Drei verschiedene Klassen, von klein bis ganz groß. The stars are aligned and your pyre burns bright. Across from your companions appear several others, also clad in raiments. Your adversaries in the rites. Unsere Gegner? In Gold gekleidet. Everyone ready? Jawohl. Let's hope so. Be still, we have a visitor. The one whom she refers to steps forward. At last, the Nightwings grace us with their presence. The Nightwings, das sind wir. I see the reports of your demise have been exaggerated. After all, even I was beginning to think you were gone for good. Nein, nein. Nobody moves safe for the man robed in gold who unfastens his mask. Oh, schöne Haare. Surprised to see old Landel again. Landel? He's the apparent leader of the exile triumvirate you encountered at the Ridge of... Encountered? Schon vorbei? Okay. At the Ridge of Gaul. I trust you remember my face, though you must have assumed damage to see it again after last time. Okay, wir haben schon eine Geschichte. Beziehungsweise sie und Jody. So verstehe ich das gerade. Er und Jody. Never I had come so close to freedom, only for you to dash my hopes. Okay. Now I am the accuser, shall repay that affront. Ich weiß nicht, ob man das eigentlich im Englischen auch so französisch lesen darf, muss. The accusers. Ja, die Herren, Herrschaften oder Damen und Herren in Gold. He shoves his mask back on and takes position with his comrades. Okay. Let's fight. It's time. From the shadows you clutch the Book of Rites and focus on the task at hand. Ah, das ist natürlich auch genau das Buch, was wir ja schon gelesen haben, ne? Jetzt erst klar. Also, neues Schlachtfeld hat sich ein bisschen verändert. So Zwischendinger. Ich tippe mal, dass den Spell, den wir da casten können, dass er da nicht durchgeht. Ah. Okay. Dachte ich mir schon. Okay. Okay. Kommen wir da durch? Nein. Kommen wir nicht. Natürlich nicht. Nehmen wir den kleinen. Wo ist er? Ja, da steht jetzt einfach natürlich böse rein. Oh.
Und Scott! Ja, ja, unterschätzt, unterschätzt. Liebe den Kleinen, wenn er dann einmal richtig Speed gibt. So nicht. Ah, fuck. War ich jetzt zu gierig gerade? Ich lass ihn mal kommen. Ja, nein, da kam er gerade wieder gespawnt. Jody ist so ein bisschen unsere Last Wall of Defense. Wo ist unser Kleiner? Kommt. Ah, er kann in der Runde natürlich nicht kommen. Kann ich ja nicht casten? Ah, fuck! Moment, was hab ich gehört? Jetzt habe ich das Ding geworfen. Okay, das war neu, ne? Wusste nicht, dass das geht. Okay, 100 zu 85. Wie habe ich das gerade gemacht? So. Ah! Ja, ist das das? Ich schau mal das Mikro noch ein bisschen ran. No, I shall not accept defeat from you again. Hear me, accuser, stand your ground. Let's let your auras boil and rage. Okay, sie scheint so eine Defensivposition, ja, ja. Komm nicht mehr drum rum. Okay. We're getting there, but they have hunkered down. Fine, then we shall disrupt their formation. Okay, ah, das ist genau das, was ich gerade gemacht habe, ne? Flinch the orc into the pile. Okay. Ich find's super cool, dass man eben, wenn man scored, dann verliert man seine, wo wir jetzt alle drei haben. Das ist wahrscheinlich immer noch zu Tutorial. Was haben wir gemacht? Wir haben... Ah, okay, muss man also lang genug halten und dann muss man ihn rein datchen. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, warum wir jetzt zum Beispiel nur 14 Punkte bekommen haben. Coole KI. Ah, fuck. Ich dachte, die Geschichte war durch. Also, soweit sie halt in unseren Orb kommen, haben sie halt auch... Na, trau dich, trau dich. Er ist halt ziemlich gut. Aber jetzt plötzlich haben wir 15 Punkte bekommen. Das sehe ich noch nicht ganz. Aber das heißt, man muss sich auch gut überlegen, mit wem, ne, greift man wann an. Vorsicht! Ah, ich wollte noch abgeben. Ging nicht mehr. 3 Sekunden noch. Man kann ja auch springen, ne? Ich nehme mal den, weil ich ein bisschen schneller sein will. Ja, jetzt verliere ich ihn. Ich glaube, was man viel mehr später machen muss, ist auch switchen. Nicht immer nur, ich konzentriere mich jetzt... Oh, fuck. Das verlieren wir jetzt. Ich konzentriere mich jetzt immer nur auf eine Figur bisher. So richtig, ne? Aber die anderen darf man dabei nicht vergessen. Man muss im Auge behalten, was passiert noch so. Dass man uns gegenseitig erwischt. Begun! Na, man darf sich da nicht so... Jetzt verliere ich ihn zwar. Jetzt hätte ich zum Beispiel switchen müssen, aber es gibt uns den Raum, die sich jetzt auf Jody konzentriert. Da gab es jetzt 20 für. Das verstehe ich noch nicht ganz, wann es wie viele Punkte gibt. Und der Kleine ist zurück. Finde ich cool, ich kann es ein bisschen verstecken. Jetzt flinchen wir das Ding da mal rein. Das kann man bestimmt irgendwie verteidigen auch. Einmal noch, einmal noch. Ich glaube, es gibt nachher richtig, richtig viele Optionen. Aber dieses Springen habe ich noch gar nicht so richtig benutzt. Ja, da habe ich jetzt gepennt. Da wollte ich ehrlich gesagt noch schnell gegenhalten. Ja, Jody! Ah, siehst du, jetzt habe ich es mal versucht, dann noch wegzukommen. Ah! Da weiß ich auch noch nicht genau, wie ich das kontrolliere, wer wann wo ist.
for Jodariel. Schnell! Nein! Jawohl! Okay, ist noch nicht perfekt, ne? Da ist noch eine Menge zu verbessern, aber schon mal cool. Nice, Nightwings. Go, Nightwings! Your deceit may have earned you a hollow victory, but know this. The accusers will not forget your wickedness, and when the next we meet, we will rue the day. Wenn ich mich richtig erinnere, ich habe im Vorfeld gelesen, dass es so eine Art Nemesis-System, glaube ich, auch gibt. Also. Gibt auch Fortschritt, ne? Jodariel has gained enlightenment. Only the enlightened can regain their freedom. Okay. Enlightenment gleich freedom. Okay. We have withstood worse knights than this, though few as strange. Also um den Gedanken zu Ende zu bringen, ich glaube, man kann eben wirklich so ein Nemesis-Gegner aufbauen. Natürlich spannend, es gibt den ganzen Haus so einen persönlichen Touch, das ist ja nicht einfach nur so ein, ist ja kein Action-RPG in dem Sinne, sondern ja, so Taktik mit Story, aber tief gehen. So, choose a mastery for Jodi. Okay, was gibt's denn da? Sins of the Fallen Emperor. Rites, Masteries, Enhancing a Demon's Strength and Physical Powerless. Boons of the First Exile. Enhancing Spirit and Chief Force of Will. Okay, wo geht's denn hier so hin? Aber sowas hasse ich ja immer. Mich jetzt schon am Anfang quasi für einen Weg entscheiden zu müssen. After using the her rush to lunge forward, Jodi can rush again right away. Also ist der kleine Sprint. Interact and make Jodi gain this much. Okay. Relentless Vigor. After banishing an adversary, Jodi instantly recovers all her stamina. Okay. Das ist mehr so, also hier ging es also um Geist und Willenskraft. Wo wir jetzt natürlich gucken, wo das noch hinführt. Fierce Spreader Presence. Präsenz, okay, interessant. Ah, das heißt, die Aura wird größer, das heißt, ne, sie deckt dann eben größeren defensiven Teil ab. Also ich glaube, Jodi, klischee-mäßig würde ich sagen, ist sie natürlich erstmal der Tank, der Verteidiger. Greater Banishment. 30% länger, die sie dann brauchen, zurückzukommen. Enduring Flame at the start of Raid. Jodi's Pyre automatically gains. Plus 35. Was ist hier am Ende? Celestial Spike. Jodi can banish adversaries by flinching the orb into them. Okay. When landing from a jump, Jodi briefly stuns nearby. Oh, wow, cool. Mit dem Jump habe ich noch nicht so viel gemacht. For 7 seconds after saluting her adversaries, Jodi deals additional 10. Aber ich glaube, ich nehm sie als Defensiv. Die Dinger haben mich überzeugt. Okay. Rookie hat noch kein Enlightenment. Wir müssen weitermachen. Kann man hier noch irgendwas machen? Okay, wir kommen jetzt Rookies Glory. Effects Damage. Ah, es kommt also drauf an, wer das macht. Okay. Quickness. Presence. Also wir haben die Schnelligkeit, wir haben die Präsenz, die Aura größer und wir haben Hoffnung, Hope. Attribute Effects Duration of Banishment. Okay, interessant. Cool. Und dann haben wir auch gesehen, dass es einen Unterschied macht für diesen Cast, für diese Druckwelle, na, wer die macht. Dann kann man noch Items scheinbar anlegen später. Ah, das sind die Masteries. Vielleicht muss man dann später auch auswählen, welche man mitnimmt. Und es gibt ein Talisman. Ränge. Rites conducted. Number of Rites. The Exile has completed. 0? Ich dachte, wir hätten gerade gewonnen. Achso. Access gain Enlightenment. Das heißt, dieses Enlightenment-Ding. Okay. Rookie's Race ist ein Curve. Das ist auch spielt auch eine große Rolle. Das ist eine ganz tolle Hintergrundwelt hier. Und Enlightenment, okay. Okay. Kann ich die auswählen? Die nächsten? Und irgendwo durchschalten? Wir werden es nächstes Mal rausfinden. Back.
After the raids, the accusers disappear into darkness. As you return to the wagon, in the still night sky, you see a single star burns brighter than the rest, beckoning you onward. Also die Accusers, die sehen wir bestimmt noch wieder. Ich finde den Namen so geil. Ich finde uns schon nicht schlecht, aber Accusers finde ich eigentlich schön griffig. Da bin ich echt gespannt, ob man den bei diesem Flinching, ob man den auch stoppen kann, wenn jemand das macht. Wir sind zurück. Well, my friends, what can I say? The rights are real and we're in. Es hat so ein bisschen was von Hunger Games, ne? Dieses Kämpfen um Erlösung, ums Überleben. Nur, dass wir, gut, wir leben vielleicht auch ohne, aber trotzdem toll. Die Kombination mit diesem Buch und dann diese ganze Background-Story, die ja nur so angedeutet wird bisher, zieht mich ganz schön rein. Diese Wesen, dieses Commonwealth, die Bücher, warum ist das verboten? The Getting Out of Fear Club. Next up on the agenda, keep chasing stars until we're free. Also, ja, das fasst, glaube ich, die Story dann vielleicht für die nächste Folge ganz gut zusammen. Wir folgen den Sternen, bis wir frei sind. Willkommen im Getting Out of Fear Club. So soll ich die Folge nennen. Until we are free. Jodie ist ein bisschen negativ. Until we're free, ja. Here, sounds fine. Might as well be instead of Landl back there. Landl kennen wir. Oh, Landl the Liar. Anyway, guess we better start packing. And the others go about their business. Headwind turns to you. Rita, go and walk with me while the stars are still out. You and Hatwin walk in silence for a time before he speaks up. You have questions. Come ask away. We need you in on this for the long haul. Sie vertrauen uns auch relativ schnell. Ne? Und auch interessant, wer sind wir eigentlich? Hatwin wishes to know if anything is troubling you. Ja. Okay, ask why he was exiled. Ask how he got this wagon. Das interessiert mich weniger. Ask why you cannot conduct the rites yourself. Ja, warum können wir nicht mitmachen eigentlich, ne? Das würde mich als erstes interessieren. You ask Hatwin why he and his companions did not invite you to participate in the rites. First then, and relied only on your guidance, he maintains eye contact and his smile. Some terrors. Good question, my friend. Ja, warum dürfen wir nicht mitmachen, ist die Frage. We're going to have a lot of time to discuss that and many other things. Make you a deal. Read the stars for us again and I'll tell you all about it on the way. You sense he speaks truly as he beckons toward the fading dark above. Oh, durften jetzt auch nur eine Frage stellen. Auch cool, ne? Muss man sich dann gut überlegen für die nächsten Male. Wissen wir Bescheid, dass man dann wirklich die wichtigste Frage sich auf jeden Fall raussucht. So, wissen wir, aber das war jetzt auch meine primäre Frage erstmal. Meine Theorie ist, dass wir so ein bisschen, vielleicht sind wir gar nicht. Wir sind ja gewissermaßen der Erzähler dieser Geschichte. Ja, als Reader eben erzählen wir ja letztlich ihre Geschichte auch ein bisschen, ein Stück weit. Lesen und erzählen gleichzeitig. Was können wir jetzt machen? Geminan, the Olden Star. Kann ich nicht annehmen, okay? Das, okay. Komisch, ich will mal kurz ein bisschen was, wie groß ist denn diese Karte hier? Oh, da gibt's eine Menge, ne? Viele, viele Sterne, aber sieht nicht so aus, als würde man jetzt hinreisen oder so. Wir müssen uns wieder an Yumu the Dusk Star wenden. Dann können wir den nächsten Ride finden mit. Wo geht's hin im nächsten Match? That's a long way north and west. We'll see if the old wagon's fit for it. Then he turns to the others. How's it going, Roki? Ips fant. Wheels clean. Status, Jody. No sign of howlers. Everything is secure. Good. Then get some rest. We're headed to the Spring of Jumuo. At dawn, we are off. Spring of Jumuo. According to the stars, the next rite shall soon commence here. Okay, die Quelle, okay? The Alpha Chief hoped bathing here would cure his ailments, but it only made him itch. Okay, wir sollten also nicht baden gehen, vielleicht. Ja, ich würde sagen, wir können auch weiterreisen, ne? Continue.
Kann ich gucken, ob ich mir auf der Karte irgendwie sehe. Ich muss nochmal klicken. Dieser Wagen, diese Bewegung über die Karte, erinnert mich auch ein bisschen an Banner Saga. Man auch dann mal zuguckt, auch in einer ähnlichen Ansicht, wie sich der Trupp fortbewegt und nebenbei so ein bisschen noch erzählt wird. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ein buntes Fegefeuer. The climate here in Jomu Valley is hot and uncomfortable. On top of that, I have a stowaway home. We can go home. Okay. She must have latched onto the undercarriage as you crossed the ridge. Her manner is odd, though you sense she means no harm. She must have overheard some of your fellow exiles' conversation. You need but to say the word, Hadwin. Okay, ich bin ein bisschen verwirrt, aber es lichtet sich vielleicht gleich. Oh, come on! You can't be serious, Jody. She's just some kid who managed to climb aboard our wagon undetected, but still. Okay, ein ungebetener Gast, ein blinder Passagier. Du, Jody. Jody approaches the girl and looms over her. Listen to me, girl. We cannot guarantee that we shall get you home or any one of us. But at present, we have room for you and adequate provisions. You may accompany us for the time. Jody leaves without awaiting a response, presumably to make room in the wagon for your new guest. The stowaway is overjoyed at this. Woo! Toll! Was hat sie denn da? Geäst. Okay. Really? You're so kind. You're most kind to someone just me, like me. May the eight scribes smile upon you all. The eight scribes. Some reverse that. Them as gods. Okay. Die acht Götter, okay. Believing, also manche sagen das. Believing they bound themselves to exile so that others could live free. Sie haben sich geopfert für uns, okay. Aber natürlich Jahrhunderte der mündlichen Überlieferung haben diese Geschichte natürlich immer weiter in Mythen und Legenden verändert. Ich frage mich gerade übrigens, während wir unser vielleicht neues Partymitglied aufsammeln, ich tippe mal, dass man dann später auch mehr Leute kontrolliert. Oder vielleicht gar nicht mehr auf dem Schlachtfeld, aber dann Auswahl hat, wie man aufstellt. Fände ich cool. So seine Favorites ausbaut. Now she claps her hands, bursts into laughter and performs some sort of dance. Rookie stares at all of this and leans in close to Hanwen. Hey, what gifts? First the reader, now we're taking her along. What are we gonna take in every mind bitten drive in we find now too? Also nehmen wir jeden Depp mit? Easy, Rookie. I think he want us to bring this one along. Meinte mit he uns wahrscheinlich, oder? Who? Sandal? Okay. Nicht he Sandalwood. Sandalwood? Ah, the apparent name of some mysterious informant. Okay, kennen wir nicht. I thought you said that. Well, you said he asked. We find someone to fit in every type of mask. Near as I can tell, yours would fit her just fine. Okay, es geht also darum, wer in die Masken passt, wer hier mitgenommen wird. Just that we use our best judgment. Besides, we send her away, she'll go telling anyone she finds about us. We can't risk that right now. So yeah, lieber mitnehmen, bevor sie schlecht über uns redet. So, I can come in. It's very hot and I'm a little thirsty and a little tired too. Yes, you're welcome here with us. One question though. What do we call you? Danke, endlich. Well, this is embarrassing. I think I don't know for sure. It's just back home they called me lots of names, like for the color of my hair. Was ist das für eine Farbe, übrigens? They made fun of you just cause you're got gray hair. Okay, so it's gray. That's it, my name! It rhymes with gray. My name is... Oh, it's just they called me lots of names. You sense the girl struggling to recollect the certain name she felt best suited her. Oh, hoffentlich dürfen wir ihn auswählen. Ja! Okay. You sense her name is... Oh, es gibt noch mehr. There are several other names ending in...
Mei, Kei, Fei, Dei, Xei, Shei, Rei. Was gibt's noch? Lei, Shei, Nei, Tei, Bei, Gei. Okay, das waren die ersten. Wisst ihr was, wir nennen sie Shei. You suggest that his doorway's guru name is Shei. She's a young vagabond girl with an odd manner and unshakable sense of curiosity. Yeah, die finde ich cool. Vistalia. Why, that's it! My name is Shei! Yay! Alles glücklich, happy end! Where I'm from, they call me Shei the Shani. Okay. But I guess maybe you don't have to say the part because I didn't really like it, so... Your friendly exiles decide to bring Shei along for now. She almost collapses from exhaustion, so you take her in and show her somewhere she can rest. She joined the group. She's tired but excited. Welcome! Woohoo! Da springt sogar unser kleiner Planwagen vor Freude, wenn wir auf dem Weg sind zum nächsten Match. Bis jetzt gefällt mir diese Kombination aus Story und dann wieder Action-Passagen ganz gut. Schreibt doch ruhig mal in die Kommentare, wie findet ihr das besser verteilt? Also ein bisschen mehr Action. Jetzt könnte ich auch wieder ein kleines Match spielen. The Black Wagon arrives in a somewhat peaceful stretch of Jomo Valley. Your companions wish to hold up here for the night to give Shei and all of you a little time to rest. Okay. Ja, und bevor wir unsere Optionen überdenken, was wir als nächstes tun, beenden wir diese Folge an der Stelle. Ich denke mal, in der nächsten Folge gibt es dann, ja, gucken wir, was wir tun und dann sollten wir auch ankommen und unser nächstes, ja, Turnier bestreiten auf unseren Weg nach Hause, zurück. Mich hat's jetzt gecatcht. Ich war am Anfang zuerst immer noch ein bisschen skeptisch, wo das Ganze hingeht, aber ich bin super cool und es sieht wunderschön aus. Ja, lasst mich mal wissen, wie findet ihr bisher? Ist das was für euch? Beendet jetzt dieses Play, weil ihr das Let's Play, weil ihr es selber spielen wollt? In dem Fall wäre das Ziel ja gewissermaßen erreicht, aber ja. Mal schauen, wie es euch gefällt. Gerade auf dem Kanal, der zuletzt hauptsächlich mit Europa Universalis 4 gefüllt worden ist, könnt ihr euch auch vielleicht mit sowas anfreunden. Mal sehen! Und an alle Neuen, willkommen. Macht's euch gemütlich. Bis dahin. Ciao!